Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video der Ferienfahrschule Duro TV. Ich bin Tim und ich zeige euch heute das Thema Wolken. Das kennt ihr vielleicht aus der Zusatzlektion 13 aus dem Unterricht. Und heute an einem Praxisbeispiel, das zeige ich euch. Also als erstes müsst ihr wissen, dass wir diese meisten Flüssigkeiten oder die Benennungen der Wolken, dass wir das meiste im Motorraum finden. Dafür müssen wir dann logischerweise die Motorhaube aufmachen, weil sich die meisten Flüssigkeiten im Motorraum befinden. Und das machen wir jetzt als erstes. Die Motorhaube öffnet sich ein bisschen, dann finden wir bei meinem Auto hier einen kleinen Hebel. Den ziehen wir zur Seite, mit der anderen Hand öffnen wir die Motorhaube und dann sehen wir schon den Motorraum. Feststellen tun wir die Motorhaube mit dem Stützhebel hier. Also das erste, was wir bei Wolken haben, das Wort, ist Wasser. Also W wie Wasser. Was könnte Wasser sein? Bei uns ist das die Kühlflüssigkeit, die sich hier befindet. Doch was ist in der Kühlflüssigkeit drin? Als erstes haben wir ganz normal Wasser. Okay? Dann als nächstes den Korrosionsschutz. Korrosionsschutz, auch anderes Wort, Rost. Das heißt, wenn Wasser auf Metall trifft, rostet das Metall. Und dafür ist dieser Korrosionsschutz da drin. Dann als nächstes haben wir für die Wintertage auf jeden Fall noch Frostschutz da drin, damit das Wasser nicht einfriert. Das sind die drei Elemente, die wir in der Kühlflüssigkeit haben. Als nächsten Buchstaben haben wir das O. Das O steht für Öl, das sich hier befindet. In der Mitte des kompletten Motorraums. Und das Öl befindet sich im Motor, das dafür sorgt, dass der Motor geschmiert wird. Doch wie kontrollieren wir den Ölstand? Als erstes ziehen wir den Messstab hinaus, machen ihn einmal sauber. Stecken ihn wieder hinein. Um dann abzulesen, ob sich noch genug Öl im Motorraum befindet. In diesem Fall befindet sich der Ölstand zwischen Minimum und Maximum. Genau soll es sein. Also haben wir das Öl jetzt auch abgearbeitet. Als nächstes Wort haben wir Luft. Also L wie Luft. Die Luft wird hier vorne durch den Kühlergrill eingezogen und geht dann hier durch den Luftfilter. Was wir überprüfen können später, ist der Luftfilter an sich. Wir können das Element hier aufschrauben und dann gucken, ob der Luftfilter noch heile ist, beziehungsweise ob er dreckig ist oder verschmutzt oder ähnliches. Das ist zum Thema Luft. Das können wir auch abchecken. Als nächstes Wort haben wir Kraftstoff, also K wie Kraftstoff. In unserem Fall ist es ein Diesel. Woher wissen wir, dass es ein Diesel ist? Woran können wir das entnehmen? Das zeige ich euch als nächstes. Den Kraftstoff können wir entnehmen am Tankdeckel. In diesem Fall befindet er sich bei uns auf der rechten Seite. Und wie ihr schon sehen könnt, am Tankdeckel bzw. am Tankstutzen sehen wir das Wort Diesel. Also ist klar, bei uns kommt Diesel rein. Hier können wir es auch nochmal im Detail entnehmen, dass wir kein Biodiesel tanken sollen und aber auf jeden Fall Diesel. Zusätzlich zu dem Diesel müssen wir noch AdBlue nachfüllen. AdBlue ist eine Harnstofflösung und sorgt dafür, dass die Abgase des Diesel ein bisschen geringer sind. Das würde dann in dem Fall hier reinkommen. Dann das nächste Wort, Energie. Energie brauchen wir, damit unser Auto überhaupt angeht. Dann würde ich euch in der Prüfung fragen, beziehungsweise in der Prüfungsvorbereitung, wo ist denn die Batterie erstmal? Ja? Die befindet sich an dieser Stelle. Woran könnt ihr erkennen, ob die Batterie noch heile ist? Ob die Batterie noch heile ist, können wir entnehmen an dem magischen Auge, was sich hier befindet. Ist die Batterie kaputt, sehen wir das an diesem Symbol, leuchtet sie gelb, ist die Batterie kaputt, so wie jetzt, leuchtet nichts, also ist sie heile. Das müsst ihr zur Batterie wissen. Ihr müsst erkennen, ob die Batterie noch heile ist. Das könnt ihr am magischen Auge erkennen. N steht für Notfallset. Das befindet sich meistens bei euch im Kofferraum. Bei uns ist es auch so. Ich habe schon mal für euch zwei Sachen rausgeholt, die wir dafür brauchen. Einmal ist es unsere Warnweste, unser Notfallset. Hier sind Verbände drin, Pflaster etc. Und natürlich ganz wichtig, unser Warndreieck. Dann haben wir hier noch ein kleines Tutorial, wie wir das Warndreieck aufbauen, wie wir es auspacken und wie weit wir es von der Unfallstelle entfernen müssen. Grundsätzlich stellt euer Warndreieck niemals direkt ans Auto, weil was soll das bringen? Die Leute müssen vorher gewarnt werden und nicht erst dann, wenn sie schon sich an dem Unfall befinden. Also Leute, das war unser Wolkenvideo zur Lektion 13 im Unterricht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und vor allem aktiviert die Glocke, denn dann sehen wir uns bald wieder.